Moin moin zusammen und herzlich willkommen zu meiner ersten Folge meines neuen Projektes Heroes of the Storm Noob on Tour. Alles Wissenswerte zu diesem Projekt findet ihr in der Videobeschreibung oder in der Einleitung in der Playlist. Für meine erste Folge habe ich mir den Hero LiLi ausgesucht. Er wird schon mit der Schwierigkeit leicht tituliert, das heißt super für mich als Neuling. Ich habe jetzt schon einige Matches mit ihr gespielt, sie ist auch schon auf Level 6. Ich finde sie für Einsteiger super, weil ihre Eigenschaften, besonders die Heilung, automatisch auslösen. Das heißt, ich muss bloß die Taste drücken und es wird automatisch das Ziel geheilt, was den niedrigsten HP-Wert hat. Das heißt, ich muss kein Fadenkreuz nehmen und den Helden anklicken, sondern es wird automatisch der Held in meiner Nähe geheilt, der die wenigsten HP hat. Dann hat sie noch diesen blendenden Wind. Auch dieser findet automatisch sein Ziel. Das heißt, automatisch alle Gegner in der Nähe werden geblendet. Am Anfang sind es 2 Ziele, glaube ich, und danach, wenn man das skillt, sind es 5 Ziele. Und es geht vorrangig auf feindliche Heroes, wenn die in der Nähe sind. Das einzige, wo man klicken muss, ist die Wolkenschlange. Das heißt, das ist der einzige Skill, wo ich wirklich ein Fadenkreuz habe. Bei diesem Skill wird eine kleine Wolkenschlange bei dem Held beschworen, den ich anklicke. Und diese Wolkenschlange greift einfach jeden Gegner an, der in der Nähe ist. Zu den heroischen Fähigkeiten. Einmal eine Heilung. Die ist, finde ich, sehr effektiv. Aber der kleine Hinweis, wie gesagt, diese ganzen Hinweise sind rein persönlicher Natur. Das heißt, muss nicht unbedingt stimmen, was ich erzähle. Aber wie gesagt, deshalb das Projekt Noob on Tour. Das heißt, die ersten Erklärungen, die ersten Videos, die ich mache, werden recht oberflächlich sein und Stück für Stück werde ich dann in die Tiefe reingehen. Die zweite Fähigkeit ist der Wasserdrache. Allerdings sehe ich LiLi als Supporter, das heißt, ich finde, sie sollte heilen und das kann LiLi relativ gut. Deswegen starten wir jetzt einfach mal ein Match. Gucken wir, was wir bekommen. Na, Wartezeit 16 Sekunden. LiLi, finde ich, ist der einfachste Supporter. Ich habe schon mal testweise ein paar andere angespielt. Was ich extremst, also für mich als Neuling, in der Hektik etwas irritierend finde, ist, wenn du Heilcast hast, wo du einen Helden anvisieren musst. Da hat LiLi den Vorteil, dass du einfach einen Knopf drückst und dann fliegt dieses Gebräu auf den Helden zu, der die wenigsten HP hat und der wird dann geheilt. So, und eine kleine Erklärung zu der Karte, die Geisterminen. Das Hauptziel in der Karte ist, die Minen reinzugehen. Und zwar werden die Minen immer wieder nach Zeit geöffnet. Das heißt, man geht in die Mine rein, das ist so ein kleines Häuschen, was auf der Karte ist, und dann wird man in eine separate Zone in die Mine geportet. In dieser Mine gibt es immer kleine Minions, die wir töten müssen, die lassen diese Schädel fallen, und es gibt aber auch einen großen Boss in dieser Mine, den sollte man angreifen, der lässt die meisten Schädel fallen. Umso mehr Schädel man sammelt, umso stärker wird der Golem des eigenen Teams und umso weiter kommt er natürlich. Das heißt, auch hier ist das Ziel immer wieder, nehmt die Schädel mit, nehmt die Minen mit, das bringt immer den Riesenvorteil. So, zu den Skills. Von Rex sagt, es ist absolut persönliche Meinung, die Skills sind auf keinen Guide basierend, auf keine irgendwelchen statistischen Auswertungen, sondern das ist einfach nur persönliche Meinung. Ich skill hier die erhöhte Reichweite, weil ich LiLi als absoluten Heiler spielen will, deswegen großer Wurf. So, gucken wir mal, auf welche wir gehen. Schauen wir mal hier lang. Lass die Schlacht beginnen. Ich darf nochmal daran erinnern, dies ist ein Noob-Gameplay. Ich habe zwar schon einige Matches jetzt mal gespielt, nur um die Steuerung kennenzulernen, um nicht ganz abzulosen. Aber wie gesagt, bedenkt bitte dran. Fleht mich nicht in den Kommentaren zu Tode, wie noobig ich den spiele. Oh, 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 oh. Nein, 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 lasst mich durch. Lasst mich durch, ich bin Heiler. Oh, knapp. Haben wir einen gewonnen? So, wenn ihr seht, ich heile jetzt hier mit Q und dann wirft es automatisch auf den mit der wenigsten HP. Das bin jetzt zurzeit ich gewesen. Und über denjenigen erscheint auch so ein kleines Symbol, wohin ich werfe. Das heißt, wenn ich jetzt drücke, wirft es automatisch auf mich selbst. Das heißt, das ist mit so einem kleinen Blatt hier oben markiert. Mama, hilf mir mal hier. Oder was, oder? Komm her. Geht nicht, ja. Von der Heilung ist LiLi nicht so stark, habe ich das Gefühl. Aber du kannst halt so im Teamfight einfach auf deine Taste drücken und kannst dich auf das ganze Movement konzentrieren, während die Heilung halt automatisch immer auf den richtigen geht, habe ich das Gefühl. Also wie gesagt, ich finde es besonders für Neulinge super. Also ich habe auch schon mal andere Supporter versucht und ich finde im Teamkampf unglaublich schwer, da in der Hektik dann den richtigen zu finden. Hopp, hopp. Da will jemand ganz was. Jetzt gehen wir mal mit in die Mine. Oh, wir kriegen Begleitung, also schlecht. Ein unsichtbarer. Mag ich gar nicht. Ich finde Heroes, die unsichtbar sind, total schlimm. Weil ich immer das Gefühl habe, dass ich davon getötet werde. Ich tauche bestimmt gleich irgendwo hinter mir auf. So, Totenköpfe einsammeln. Hm, muss ich verantwortlich hin? Oh, hier, hier ist er. Oh, 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 oh. Ding. Das klingt nach Spaß. Ich muss so mein Talent wählen. Oh nein, wie ich dachte, Unsichtbarer kommt und wir sind tot. Oh nein, 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 nein. Lass mich durch. Lass mich durch, ich bin Arzt. Ich hab keinen Mana mehr. So, was macht unsere Gruppe? Oh, die Fahrt. Jo, wir sind sehr gut unterwegs, oder? Ich hab keinen Mana mehr zum Heilen, ne? Nur so Info. Gib Gas. Kann ich heilen? Kann nichts machen. Oh, das sieht sehr schlecht gerade für uns aus. Die meisten nur noch mit halbem Mana. Mit halbem Leben und ich kann nichts machen. Tut mir leid. Ich muss selbst spielen. Unten seht ihr die Schädelanzeige. Feindiges Team hat 36, wir haben 34 Schädel. Es gibt aber noch 30 Schädel, die wir aufteilen könnten. Allerdings sieht das sehr schlecht für uns aus. So hoch sieht an. Ich muss mich kurz in die Basis zurückporten. Hier wähle ich immer diesen Massenwirbel. Das heißt, der Wirbel geht noch auf mehr Ziele. Das hat den Vorteil, ich finde ihn sehr stark, weil die nächsten zwei automatischen Angriffe jedes Helden gehen automatisch ins Nichts. Besonders bei vielen Helden, die am Ende einen sehr starken automatischen Angriff hat, ist es super zu machen. Macht unser Team? Hallo? Kommt ihr mit in die Mine? Hallo? Ich bin nicht allein da rein. Ich bin nur Supporter. Erhebt euch, Golems. Ich glaube, es ist eine ganz dumme Idee, was ich mache. Oh. Ja, jetzt werde ich gleich wieder sterben. Weil ich natürlich. Oh, da kommt mein Team. Tja, Jetzt hat der Gegner, wie ihr seht, einen viel, viel stärkeren, fast doppelt so starken Golem wie unserer. Das ist sehr, sehr schlecht. Hm. Sieht gar nicht so gut aus. Ich bin ja einer, der gibt immer ganz schlecht, ganz spät auf. Wenn manche immer schreiben, oh, andere Team hat gewonnen und wir verlieren. Aber es scheint wahrscheinlich, kann ich es auch unschwer einschätzen zu zeigen, weil ein Team verloren hat. Manche schreiben mir schon nach 5 Minuten, oh, wir haben verloren, wir haben verloren. Hier wähle ich immer das Heilige Bräu, halt zusätzlich noch einen Wert über Zeit. Ist ein kleiner Hot, finde ich super effektiv. Am Anfang finde ich es jetzt nicht so stark, aber später dann finde ich es recht effektiv. Den kriegen wir noch, den kriegen wir noch. Jagden, Jagden. Ach, wir haben unser erstes Vor. Oh nein, ich sterbe, lass mich durch. Oh, ich habe einen Fehler gemacht. Nein, 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 lass mich durch. Lass mich durch. Ich will nicht sterben. Oh. Sehr, sehr knapp. Tja, der gegnerische Golem hat die Türme hier kaputt gemacht und unten ist er genauso weit eigentlich. Wir konnten uns relativ gut auch nicht verteidigen, muss ich sagen. Das ist sehr gut. Aber ich habe das Gefühl, ich sollte mich mal zurückporten. Und levelmäßig sieht es auch noch gut aus. Wir sind beide auf Level 9, beide Teams. So. Wo gehen wir jetzt hin? Hallo? Wo geht's jetzt hin? Alle immer noch hier oben? Gehen wir auch mehr drauf. Kommt zum Heilen. Ja, zu spät, zu spät. Hier natürlich jetzt die heroische Fähigkeit, die Krüge, wie ich schon erwähnt habe. Tippen gleich mal das Talent. Wie ihr seht, ist ein super Heilskill. Heilt automatisch alle im Umkreis. Allerdings habe ich immer das Gefühl, dass trotz dass die Leute geheilt werden, immer voneinander wegrennen. Ich weiß auch nicht. Ist immer recht schade, wenn man sein Ulti anwirft und dann alle trotzdem wegrennen. Ach, warum ist derjenige schon in die Miete gegangen? Das ist doch schon 10 Sekunden. Achso. Aber wie ihr seht, diese blättende Wind macht kaum Schaden, also es lohnt sich kaum damit anzugreifen. Aber ich, wie gesagt, ich finde es in Teamfights relativ gut. Hallo, wir müssen in die Mine, nicht weggehen, in die Mine. Ich weiß nicht, warum die sich jetzt wegporten. Was man jetzt alleine in die Mine macht. Super. Auch sehr effektiv. Hallo. Ja, Muradin hat es richtig gemacht. Der ist in die Mine rein, aber irgendwie geht sonst keiner mit. Gehen wir voraus, gucken wir, was los ist. Oh, super. Oh, greifen wir ihn an. Wir sterben. Für die Minen. Oh, war ein Einzelner. Ja, die wirklichen Teams sammeln fleißig die Schädel. Kommt nicht weg. Oh nein, oh nein. Oh, wie ich das hasse. Oh, wie ich diese unsichtbaren Helden hasse, ey. So extrem. Ich komme damit überhaupt nicht klar. Aber ich kann ihn auch nicht spielen, glaube ich. Tja, das haben wir mal massig verloren. 56, so 6 Schädel. Ich würde sagen, das ist sehr verloren. Oh, aber unser Team pusht hier. Nein, nein, nicht weglaufen. Was da? Kann ich heilen? Nein, kann ich heilen. Nein, ich kann immer nicht heilen. Ich kann nicht heilen. Was da? Ich kann nicht heilen. Nein. Das geht sehr schief. Hey Leute, ich kann immer noch nicht heilen. Das habe ich noch nie ausprobiert. Boah, jetzt haben wir ganz heftig verloren. 94 zu 6 Schädel. Das ist bitter. Das wird jetzt so wehtun. Boah. Ich weiß aber nicht, was unser Team macht. Wo laufen sie denn rum? Ah, jetzt tut er zur Verteidigung rufen. Das hilft uns jetzt, glaube ich, auch nicht mehr. Das finde ich immer so ärgerlich in diesen Random Matches, dass die Leute einfach, ich weiß nicht. Ich habe ja vorher nie LOL gespielt. Ich habe, glaube ich, eine halbe Stunde LOL gespielt oder so. Aber ich habe das Gefühl, entweder sind die das nicht gewohnt. Ich glaube, bei LOL gibt es ja diese Map-Events nicht. Und ich glaube, hier in Heroes of the Storm gefühlt entscheiden die eigentlich immer das Match. Das heißt, das Team, wo diese Events kontrolliert hat, eigentlich auch die Map gewonnen. Also ich habe es irgendwie noch nie anders erlebt. Zippen mal Ultimate. Ich habe Ultimate gezündet, ich bleib da. Oh nein. Geschafft, geschafft. Tja. Jetzt werden wir sowas von die Basis verlieren. Der hat einfach so viele HP, dass es Ewigkeiten dauert, ihn zu zerstören. Ja, zurück zum alten Thema. Ich habe das Gefühl, dass irgendwie... Ich weiß nicht, viele so dieses LOL-Gefühl noch haben, wie... Ja, ich mach meine Lane und das war's. Und ich habe das Gefühl, hier in Heroes of the Storm entscheidet absolut nur, wer das Wetter-Ereignis macht. Aber wie gesagt, ich kann mich ja täuschen, das ist einfach nur so ein Empfinden. Ja, wenn wir jetzt ihn töten, haben wir jetzt verloren. Das sieht sehr, sehr schlecht aus. Meine erste Folge hat natürlich hervorragend. Jetzt zünden wir mal mein Ulti. Nein, nein, was geht schief? Oh, das wird gut. Na gut, wir können es noch einmal verteidigen, aber... was in der Map immer der Nachteil ist, man kann zwar jetzt einmal verteidigen, aber beim nächsten Mal steht der Golem sofort wieder hier in der Basis auf. Das heißt, wenn die dann nur die Mine einmal richtig gewinnen, haben wir absolut verloren. Weil der Golem dann sofort neben unserer Basis auftaucht und dann zerstört der Golem den einfach. Aber wir tun unser Bestes, um den Feind zu besiegen, auch wenn wir keine Chance mehr haben. Ich danke euch, Heiler. Ich habe auch irgendwie so das Gefühl, so unser Team ist ein bisschen planlos. Jetzt nehmen wir hier einen Punkt an. Wow. Ah. Guck mal. Stürzen uns alle auf einen. Tötet ihn. Hier, jetzt geht nicht dieses heilige Bräu, dass es 2 Leute heilt. Hat zwar den Nachteil, dass die Abklingzeit etwas höher geht, aber es fliegen halt 2 so Krüge durch die Gegend. Ja, super, sie pushen gerade auf der anderen Seite. Packen uns mal schnell zurück und warnen unser Team mal. Mit der Taste G kann man Symbole klicken. Das heißt G, linke Maustaste und... Ah, ich stürze mich in den Kampf. Töte sie alle, töte sie alle. Natürlich hat Supporter überhaupt keine Chance, die jetzt da wegzukriegen. Ein bisschen verscheuchen. Gegner getötet. Ah, oh. Sieht aber gerade mehr als schlecht für uns aus. Tja. Ich glaube, das wird die typische Einleitungsfolge, wie ich sie sehr oft irgendwie erlebe. Ich habe das Gefühl, wir verlieren immer, wenn ich dabei bin. Ich weiß nicht, ob es von mir liegt. Aber das Gefühl, es liegt immer an mir. Aber ich kann mich auch täuschen. Ich glaube, dass... Ja. Klar, ich bin jetzt Noob, aber ich glaube auch die anderen irgendwie. Ja. Vielleicht schreibt es in die Kommentare. Vielleicht bin ich wirklich ein absoluter Noob. Es hat gar keinen Sinn. Okay, jetzt wollen wir wieder die Mine. Die wir schnell noch unterstützen. Aber... Das hat eigentlich überhaupt keinen Sinn. Wir haben jetzt schon 62 Schädel. Ach super. Brauche ich gar nicht hingehen. Selbst Mord ist keine Eier. Ah, unser Muradin schreibt schon Team-Objekt hin. Aber das hat keinen Sinn. Was willst du denn da machen? Was kann immer in der Mine dort? Meine Golems erwachen zu neuem Leben. Klingt nach Spaß. Tja, das war's. Golem taucht jetzt auf mit sage und schreibe 92 Schädel. Das heißt, wir können eigentlich gar nichts machen. Das heißt, wir können selbst wenn jetzt die 5 Helden hier sind, machst du nichts mehr, um den zu zerstören. Aber wenigstens sind alle Damen zu verteidigen. Auch wenn es wenig Sinn hat. Der haut so schnell in seinen... Oh, jetzt hinten sogar noch ein Ultimate. Teil sie alle weg. Nee, aber der Golem... Da können wir jetzt alles draufhauen. Den würden wir niemals zerstören, bevor die Prozente von unserer Basis weg sind. Tja. Ich glaube, mein erstes Video endet mit einer Niederlage. Dann schreiben wir noch unser schönes GG, weil wir sind fair, wollen fair spielen. Und dann verabschiede ich mich ja, wünsche noch einen schönen Tag oder wann immer dieses Video schaut, einen schönen Abend, eine gute Nacht oder einen guten Morgen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst Kommentare da, lasst einen Daumen nach oben da oder gerne auch einen Daumen nach unten. Schreibt es in die Kommentare, würde mich freuen. Aber denkt dran, ist auch mein erstes Video auf YouTube. Ich bin noch komplett neu, seid fair und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao, bis